Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grim Tales. Wir müssen immer noch unseren ersten Beweis suchen. Und ich frage mich gerade, warum das. Es muss ja ziemlich windig drin sein, wenn die Kronen euch die ganze Zeit so hängen. Bam, bam. He's dead. Oh nein, das ist der vermisste Vermieter. Und he's dead. Eine Zange wäre jetzt hilfreich. Ich habe nur ein Messer. Der ist von mir fest verschlossen. Ich erinnere mich an einen Mann auf dem Plakat im Haus. Dieser Mann wird gesucht und Howard hat ihn ermordet. Ja, wenn er gesucht wird und. Also, kommt auf an, wie gesucht. So, vermisst gesucht oder. Tot gesucht. Okay, es fehlt anscheinend ein Knopf. Da hinten irgendwo. Jetzt habe ich hier noch einen Schredderer. Kerze auf Buch, das ist bestimmt nicht leicht entflammbar. Ohne Knopf wird der Rest nicht funktionieren. Ja, okay, also brauchen müssen wir erstmal zwei, drei Knöpfe suchen. Ich muss den Vogel freilassen, sonst wird er hier verhungern. Dies ist ein hübscher Käfig mit einem hübschen Schloss, der wird nicht einfach zu öffnen sein. Ja. Wir können ihn mal einfach so füttern. Irgendwo im Haus wird wahrscheinlich Futter sein. Hallo auf dem Kopf. Die war doch gerade. Ne? Okay. Warte, wir haben noch hier eine Statue, die passt doch bestimmt rein. Und eine Münze. Und irgendwas fehlt dann noch. Okay. Ach, da unten. Ich wollte schon sagen, hä, was zum. Da ist nichts. Das ist das. Ein Hut. Ein Fernseher. Nein, okay, ich klicke auf den Fernseher und bin da ganz woanders. Gut, da ist wahrscheinlich nichts. Hier an der Seite können wir noch rüber. Ich glaube nicht, dass ich den Schlüssel zu dem Schloss finden werde. Vielleicht sollte ich härtere Maßnahmen ergreifen. Okay, also willst du, dass wir uns jetzt irgendwie eine Zange holen und das Ding aufbrechen? Warum können wir es nicht mit allem so machen? Anscheinend weiß ich ja sogar immer, dass. Ein Schlüssel da ist. Hier stand wohl mal ein weiteres Totem. Ach da, okay. Was ist das hier? Why can't people understand my passion for the dark arts? It's a science. I want to succeed just like my professor. It was a stroke of luck to find this book of dark magic at the library. The old amulet was another pleasant surprise. I wonder, is it as old as the book? Natürlich. Howard interessiert sich für Mystik und Okkulte. Was ist das für ein Buch, das er erwähnt? Und was ist das für ein Amulett? Weil es zufällig in irgendeiner Bibliothek rumliegt, ne? Ist klar. Finde heraus, was Howard mit dem Amulett des Hexers anfing. Er ging zur Hexerschule und wurde Hexer. Da fehlt offenbar ein Buch. Da ist wieder irgendeine komische Aussparung. Wir können das Ding doch hier bestimmt einsetzen. Oh nein, ein Minispiel. Info. Vertausche die Sammelobjekte, um das oben gezeigte Muster herzustellen. Du kannst nur nebeneinander liegende Objekte mit wenigstens einer Gemeinsamkeit tauschen. Das gilt auch für Objekte in der Diagonale. Okay. Wir müssen hier die Figuren hinmachen, hier die Münzen und hier die Pfoten, also die Tiere. Und halt rot, bla und so weiter. Also kann ich die da. Genau, okay, das passt dann. So. So, das passt. Kann man. Nee. Der muss noch oben und dann können wir die tauschen. Gut. Und natürlich ist da dieses komische Sicherheitsschloss, was wir draußen brauchen.
Natürlich. Oh, wir kommen ins Nacht draußen, das ist ja auch mal praktisch. Ich brauche aber zum Herausschieben des Knopfes. Ach so, natürlich. Ich will den Knopf, der da drin ist, erstmal raus haben. Hey, wir können sogar wirklich das Messer benutzen. Okay. Wir zerstören öffentliches Eigentum. Ach, wir kommen gar nicht mehr in den Flur rein. Okay. So, was war hier? Brauchen wir den Anknopf, ne? Und jetzt haben wir Licht. Ne, wir können da rein. Okay, weil wir Licht haben. Howards Junggesellenküche. Ein weibliche Hand könnte hier nicht schaden. Ja, das sieht nicht sehr appetitlich aus. Außerdem ist das Fenster kaputt. Ich brauche etwas Langes, um heranzukommen. Okay. Festgerostet. Ja, wir können auch. Warum können wir nicht das super tolle Rostspray, was sogar von Holzrost entfernen kann, nehmen? Und dann sehe ich hier wieder so zwei unnötige Sachen wie ein Zahlenschloss an einem Holzregal, was so gut wie morsch ist, und das ist das Apfelsymbol. Na, gibt's irgendwas Leckeres in der Mikrowelle? Schön, in dieser Mikrowelle kann ich Essen erwärmen, das stimmt. Wollen wir. Ich kann wirklich die Pizza warm machen. Warum? Warum geht das? Jetzt habe ich Hunger auf Pizza. Verdammt. Achso, das ist immer dasselbe. Da hinten steht auch noch. Nein. Okay. Kühlschrank. Es fehlt der Griff. Man kann einen Kühlschrank anders aufmachen, aber da ist diese komische Aktentaschenscheibe, die zufällig daran klebt, aber okay. Dann gucken wir uns doch mal die Aktentasche an. Info: Dreh die Ringe der Aktentasche, bis alle Farben richtig angeordnet sind. Okay. Nicht? Ach so, wir müssen uns wahrscheinlich uns daran orientieren. Na, okay. Ich krieg erstmal kaputter Griff und Buchstabenschlossscheibe. Sag das 10-mal schnell nacheinander. Buchstabenschlossscheibe. Okay, wir haben einen kaputten Griff. Gerade biegen und die Stücke zusammenkleben. Okay. Habe ich was zum Biegen? Ich glaube nicht. War hier noch irgendwas, was man machen konnte? Ne, das waren die Bücher, dieses komische Symbol. Ist bestimmt auch irgendwas in der Küche, oder? Na, hier, Zahlencode. Ja. Okay, man kann die. Na gut. Ich glaube, da kann man nichts machen. Da brauchen wir was Langes für. Ich glaube, wir sagen, wir gehen erstmal nach draußen und setzen das. Was wir übrigens in der Aktentasche von dem Typen, also von dem Vermieter, haben wir jetzt das Schlossteil hierfür. Ach, da brauchen wir auch zwei Stück von. Geil. Gut. Das Ding können wir nicht aufmachen. Da ist nichts. Könnten wir hier irgendwas machen? Nein. Wir brauchen noch die Augen dafür. Das Rätsel hatten wir gelöst. Der Papagei. Ach, da ist auch noch so ein Ding. Okay. Wir brauchen eine Rose dafür. Ja, gut. Dann gehen wir doch wieder nach draußen, denn jetzt können wir das einsetzen. Stell den Namen des Elektrikers aus seiner Tasche ein. Sein Ausweis gibt dir gro einen Hin ein Hinweis. Was? Ein Hinweis auf seinen Namen? Sein Ausweis? Ich glaube es nicht. Dreh die Schlossscheibe, bis die richtigen Buchstaben sind. Jakob. Ja. Was? Das wäre jetzt das ganze Alphabet, aber anscheinend sind es nur die Buchstaben, die gebrochen werden. Jakob. Ja,
Kobe. Muss B. Und er hat eine Zange dabei und Kleber und was? Ein Holzblock. Ich habe auch immer einen Holzblock, der verschlossen in der Tasche sein muss. Okay. Also wir haben. Ups. Wir können mit der Zange das Ding auf bestimmt B. Natürlich. Und wir können es kleben, ganz fein säuberlich. Die haben irgendwas mit ekligen Geräuschen, oder? So, warum. Passt noch Größe für einen Elefanten? Ich brauche nur Schnitzwerkzeuge. Du willst jetzt nicht Erz von Elefanten schnitzen, oder? Omi. Weißt du, du kannst die kleinsten Sachen nicht aufheben, aber einen Elefanten willst du schnitzen. So, jetzt können wir erstmal das. Hört auf zu zappeln. Das ist eklig. Och Gott. Ey. So nicht. Das ist ja mal geil. Warum ist der. Also. Yeah. Was ist Objekt da? Ah, okay, wir müssen Lebkuchenmänner suchen, damit wir wissen, was wir sonst noch suchen müssen. Ist ja cool. Kugelfeder, Winkelmesser. Okay. Feder. Kugel. Winkelmesser. I don't know. Burger. Eiscreme. Rose. Die brauchen wir bestimmt dann gleich zum Öffnen oder so. Törtchen, Pilze, Reiswolf, Knopf. Was? Achso, das ist der Knopf. Natürlich ist er da drin. Törtchen. Törtchen, Törtchen. Ist das ein Törtchen? Nein, Apfel. Ein bisschen aufräumen können auch mal wieder, ne? Pilze. Es noch Raupen, Nudel, den Federball. Nein. Ach, da war die Raupe. Törtchen und Winkelmesser. Törtchen. Ich bin blind, oder? Da ist das Törtchen. Und jetzt brauchen wir noch ein Winkelmesser. Ist das ein Winkelmesser? Okay. Gut, dann haben wir jetzt den Fleischwolfknopf. Den Reiswolfknopf, tut mir leid. Das gehört nicht dazu. Das ist noch die leckere dampfende Pizza. Ach, Reiswolf. Okay. Ich habe irgendwie an so einen. Heißt es nicht auch Reiswolf? Wo man so Fleisch durchdreht. Wir brauchen den Knopf, um das Ding aufzumachen. Wow. Jetzt können wir puzzeln. Oh Junge. Das passt. das gehört unten irgendwo hin. Okay. Nicht gut. Ah, okay. Howard, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du hast dich verändert. Du machst mir Angst. Es ist, als seist du besessen. Ich denke, wir sollten uns trennen. Es tut mir leid, Bell. Strange. I hear voices in my head. It's as if the amulet is talking to me. It wants me to become its master. I was struck by a strange energy the second I touched this amulet. I became different, stronger somehow. Okay. Anscheinend nahm Howard etwas aus dem Buch. Magische Kräfte oder etwas noch Stärkeres. Gut, wir haben herausgefunden, was er mit dem Amulett machen will. Versuche Beweise für Howards gespaltene Persönlichkeit zu finden. Okay, jetzt geht's schon so weit, dass wir dem Mann gespaltene Persönlichkeit andrehen. Haben wir in der Küche noch was zu tun? Ja. Können wir. Was langes? Zange vielleicht? Okay.
Da ist zum Glück nichts mehr drin zu machen, das ist eklig. Ich bin dem zwar bestimmt als Thumbnail, einfach nur so. Sonst noch irgendwas? Können wir hier? Ups. Ja, okay, ich habe vergessen, dass man das nicht machen kann. Zange. War auch nicht. Können wir die. Nein, Zange reicht nicht. Wir brauchen was Stärkeres. Eine Tasche. Okay, das geht auch nicht. Nein, unser tolles Taschenmesser nicht mehr. Verdammt. Unser Allzweck-Taschenmesser. Pomodano. Oh. Irgendeine Nummer. Zettel mit Code. Brauchen wir für irgendwas den Code? In der Küche. 7. Oh, ich wette, da steht sowas wie: Der Zettel gibt einen Hinweis. Es ist dein Hinweis. Und dein sogar groß geschrieben. Das heißt, es ist meiner. 7, 3, 2, 8. Und gibt es noch mehr Pizza? Nein. Eine Sprühflasche. Und Spinnweben. Wirklich, mehr nicht. Säure. Säure? Soll ich damit. Ne? Pizza? Nein, okay. Säure. Wozu brauchen wir Säure? Hey. Na? Säure. Vielleicht für das Schloss? Ich bezweifle, dass irgendjemand so starke Säure bei sich zu Hause rumliegen hat. Okay. Interesting. Es muss wohl noch ein Tier für dieses Gemälde finden. Achso, ich muss eins finden. Nicht, es muss gefunden werden. Sondern hier noch ein Griff, ist das ein stumpfes Messer. Okay. Der Drache sieht traurig aus, weil die Verzierungen in seinem Flügel fehlen. Was hält er fest? Wo ist der Kopf? Ist das der Kopf? Der sieht nicht traurig aus. Aber ja, es fehlt anscheinend da irgendwas drin. Und da fehlt auch irgendwas drin. Ein blumenförmiger Griff. Können wir uns alle schnitzen? Wir haben ja Holz. Da fehlt eindeutig ein Vogel. Okay. Können wir die Tür aufmachen? Nein, da fehlt ein. Sch Wow, wenn sich eine Tür so weit öffnet, dann kann man das doch irgendwie anders aufkriegen. Okay, hier kann man nichts machen. Da brauchen wir das Tier für, sonst irgendwas. Okay. Aber ich glaube, jetzt können wir in die Küche zur Pizza und das Messer wieder scharf machen. Ja. Und jetzt können wir doch bestimmt schnitzen. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja. Ordne das nach der Größe. Oder so. Nein, du bleibst da. Fuck yeah. Ich hab's drauf. Und hier ist noch ein Totem. Okay. Hinter dem Bild ist ein Totem. Geh rüber. Zack. Und wir bekommen eine Rose. In dem Totem. Damit können wir jetzt endlich den Papagei freilassen. Sie ist verbogen, oder was stand da? Gut, unser magisches Ich kann alles Werkzeug. So, Sesam, öffne dich. Ja, ich krieg keine Nachrichten. Auf und davon. Ja, gib her.
Gut. Wir haben einen glänzenden Stein und einen Zimmerschlüssel. Denke mal, der Stein kommt da rein. Gut, dann nehmen wir ihn einfach mit. Rein damit. Kleine Motte da dran. These are the same inscriptions I saw before. I have a feeling he was going mad. But why? Why did Howard board up this closet? Was he trying to hide something? Aussprechen können sie auch nicht mehr. Ich habe nichts gedrückt, by the way. Also, dies ist wirklich eine seltsame Wohnung. Howard war tatsächlich verrückt. Also, wenn man so ein Zeug hier wuchern lässt, bestimmt. Ups, das wollte ich ja nicht mal. Kommt hier raus. Okay. Ausnahmsweise funktioniert es mal auf Anhieb, was man sich so überlegt. Ja, steck ein. Es gibt einen Zauber, der einen vor Bösem schützen kann. Wenn die Runen auf dem Handschuh aufgeladen werden, kann dessen Träger nicht von schwarzer Magie besessen werden, wenn er damit in Kontakt kommt. Okay. Fragezeichen. Okay, da fehlen anscheinend noch Autos. Wir haben eine alte Maske. Ja. Sollte für diese Folge auch erstmal wieder reichen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier und bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.